Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog von mir. Ich hatte heute irgendwie mega Bock, die Kamera wieder auszupacken und euch einfach ein bisschen mitzunehmen. Wir beachten mein ungemachtes Bett, das mache ich gleich noch, bevor ich das Haus verlasse. Wir haben heute Samstag und ich bin jetzt gleich mit einer Freundin in der BIP verabredet. Wir haben jetzt gerade, ich weiß nicht, 8.30 Uhr oder so. Irgendwie öffnet die BIP halt einfach nur um 9. Früher hatte die mal um 8 offen, jetzt öffnet es immer erst um 9. Mega schade. Aber ich habe jetzt mein Essen schon gemacht und zwar einmal so ein Joghurt mit Himbeeren und Kokosraspeln. Ich finde irgendwie, die Kombination aus Kokosraspeln und Himbeeren sieht irgendwie immer expensive aus. Ja, auf jeden Fall einmal das und dann habe ich hier noch eine Banane mit Erdnussbutter. Und das wird jetzt mein Essen sein. Und genau, dann werde ich mich jetzt gleich auch schon auf dem Weg in die BIP machen. Heute steht bei mir Strafrecht auf dem Plan. Meine Motivation hält sich noch in Grenzen. Oh Mann, ich mag irgendwie... Also das Ding ist, ich finde Strafrecht macht Sinn. Strafrecht macht Spaß an sich. Aber Strafrecht ist eine Bitch. Weil du hast halt die Klausur und du kannst halt eigentlich... Also du siehst die Klausur und hast halt einen Plan davon, was du machen musst. Ich finde, bei Strafrecht ist es nie so... dass man nicht wüsste, was man machen muss oder was man prüfen muss, sondern man weiß eigentlich immer, wo der Hase langlaufen soll. Und deswegen schreibt man das Ganze, hat ein gutes Gefühl nach der Klausur, geht raus mit einem guten Gefühl und dann im Endeffekt ist man durchgefallen oder hat nur 4 Punkte oder 5 Punkte oder keine Ahnung. Also ich finde, das ist irgendwie so eine richtige kleine Bitch, weil du hast immer ein richtig gutes Gefühl danach und dann kommt die Ernüchterung, wenn man die Klausurergebnisse wieder kriegt. Deswegen kann ich mich mit Strafrecht irgendwie nicht so ganz anfreunden. Wie gesagt, ich finde es halt interessant, aber es ist halt einfach kacke. Ja. Aber genau, ich habe auch bisher keine einzige Strafrecht-Klausur in Präsenz geschrieben. Deswegen, vielleicht waren da jetzt auch mal die Anforderungen anders, als es online war. Und die haben das ein bisschen strenger bewertet. Ich weiß es nicht. Aber in 2 Wochen habe ich meine erste Strafrecht-Klausur jetzt dann. Also gestern in 2 Wochen quasi, am Freitag. Und das ist irgendwie so krass, wie schnell jetzt irgendwie wieder die Klausuren gekommen sind. Also ich bin absolut noch nicht ready dafür. Mein Semester hat gefühlt gerade erst angefangen und ich schreibe nächste Woche eine Klausur im Baurecht und dann halt danach die Woche schon die Strafrecht. Dann habe ich kurz ein paar Wochen Pause, aber auch nicht lange. Dann habe ich 2 Zivilrechtsklausuren, eine Baurechtsklausur wieder. Also keine Ahnung, dieses Semester ist irgendwie so viel, habe ich das Gefühl. Aber das hatte ich euch ja schon im letzten Video mal erzählt gehabt. Deswegen, genau, ich esse jetzt. Ich bin nämlich, wie gesagt, gleich mit meiner Freundin verabredet und ich sehe mich schon jetzt wieder die ganze Zeit am Quatschen und dann zu spät kommen. Was nicht gut ist, weil sie kommt selber ein bisschen zu spät, also treffen wir uns jetzt später. Aber ich sehe schon, dass ich dann zum verspäteten Zeitpunkt dann auch nochmal später komme. Genau, deswegen. Boah, ich muss sagen, eigentlich mag ich die Kombo aus Banane und Peanut Butter. Aber ich weiß nicht, ob es an der Banane diesmal liegt. Oder an der Erdnussbutter, die ich gefühlt seit einem halben Jahr nicht mehr angefasst habe. Aber irgendwie schmeckt es komisch. Der Plan für heute ist Strafrecht, hatte ich ja schon gesagt. Und wir treffen uns jetzt gleich in der BIP. Wir sind da meistens so 5 Stunden oder so, also so von 9 dann bis 13.30 Uhr, 14 Uhr. Ansonsten habe ich heute noch nicht so viel geplant. Ich wollte, glaube ich, noch kurz zu DM, weil ich Zahnpasta brauche. Mein Zahnpasta ist nämlich fast leer. Und ich habe gesehen auf TikTok, das habe ich heute Morgen vorgeschlagen bekommen, wie heißt das nochmal? Brot? Irgendwas? Bin ich doof? Da sieht man schon wieder, was TikTok beim Gehirn gemacht hat. Ich kann mir gefühlt nichts merken. Brottrunk, genau. Und das soll wohl voll gut für die Darmflora sein. Das ist jetzt auch übrigens, jetzt wo ich es gerade sage, meine Freundin und ich, wir bringen uns immer so gegenseitig Snacks mit, wenn wir uns beim Lernen treffen. Und das ist immer voll nice, weil dann hat man immer voll was, auf das man sich freuen kann. Und das war voll cool, weil am Anfang hat sie halt immer mitgebracht. Und hat mir dann einfach immer so einen Riegel zugeschoben. Ich dachte so, oh mein Gott, geil. Also halt immer so Müsli-Riegel und so. Die sind halt jetzt auch mehr ungesund, als dass da irgendwas Gutes drin ist. Ich weiß. Aber es ist halt irgendwie nice. Und das ist halt, also... ja, mein Guilty Pleasure im Moment. Ich esse jeden Tag Müsli-Riegel. Genau, aber ich komme auch echt gerade nicht zum Essen. Wir haben jetzt schon 48. Ich fange jetzt an zu essen und wenn ich auch noch Zeit habe, dann rede ich wieder mit euch, okay? So, ich bin jetzt ready. Die Banane liegt noch da hinten. Die esse ich dann heute Nachmittag oder so. Weil ich habe nämlich jetzt keine Zeit mehr. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Habe mich auch schon komplett angezogen. So angezogen war ich eben auch schon. Aber
ich wollte es einfach euch als kleinen Tipp geben. Ich finde Polunder mega praktisch, gerade bei dem Wetter, weil jetzt ist es halt morgens 10 Grad und nachmittags halt 20 Grad. Das heißt, wenn man eine Jacke anzieht, schwitzt man sich nachmittags wirklich den Hintern ab. Und irgendwie finde ich, ein Polunder ist so die perfekte Mischung, weil es hält halt warm am Körper. Aber man kann ihn dann einfach nachmittags ausziehen und der ist halt nicht so riesig wie die Jacke, dass er halt so nervig ist mit rumzuschleppen. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen, genau, habe ich jetzt einfach einen Polunder über mein Outfit drüber angezogen. Es ist halt eigentlich einfach nur so eine Bluse, die halt richtig schön sitzt. Und dadurch, dass sie so riesig eigentlich ist, sieht das jetzt vielleicht ein bisschen unvorteilhaft aus. Aber ich meine, das ist mir auch egal. Ich gehe ja jetzt nur zur Uni. Und genau, ich mache mir jetzt auf den Weg. Ich habe das Bett noch nicht gemacht. I have to do it now. Aber dann mache ich mich auf den Weg und dann geht's los. Yay. Aus, weil alles ich bin gut. Nicht gewohnt, samstags von meiner Wohnung aus irgendwo hinzukommen. Mhm. Oh, werde ich wieder gefilmt hier? Nee, du nicht. Nee. Und was du sagst. Oh, ich habe Kaninchen gesehen, da hinten happelt es. Ja. Ich kann auch gleich das Eichhörnchen zeigen im Vlog. Oh. Na, Eichhörnchen immer bei der Uni, das crazy, ist so süß. Ne? Richtige Dorf-Vibes mit den Kaninchen, Eichhörnchen und sowas. Generell richtige Nature-Vibes. Ich habe gerade schon die ganzen Schwäne gesehen und so. Oh. Es sind drei. Die einfach so in der Affe arbeiten. Ja. Hallo. Das habe ich eben die ganze Zeit angeguckt, ja. Sag mal, wie süß. Zu Hause und ich bin so tot, Leute. Das kam euch jetzt gar nicht so lange vor, aber wir haben jetzt tatsächlich schon 18:52 Uhr. Und ich war bis gerade die ganze Zeit in der Bib, also es gab eine kurze Essenspause mittags irgendwann, weil wir Hunger hatten. Und da habe ich mir so chinesische Nudeln geholt oder asiatische Nudeln. Die waren auch richtig lecker. Es war auch eine Riesenportion. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich alles aufgegessen bekomme, aber ich habe alles aufgegessen bekommen. und dann sind wir auch wieder in die Bib gegangen und aus mehr bestand unser Tag heute nicht. Und das klingt so krass. Und wenn ich das jetzt sehen würde, würde es mich stressen, weil ich mir denken würde, oh mein Gott, krass, die waren den ganzen Tag in der Bib und das an einem Samstag. Ich habe wahrscheinlich effektiv so viel geschafft, wie andere Leute in einer Stunde schaffen. Also wirklich, ich habe gefühlt nichts auf die Kette bekommen, nichts gemacht. Das ist wirklich krass, weil ich habe da auch eben noch mit meiner Freundin drüber geredet gehabt, mit der ich da war. Weil die schreibt jetzt auch bald Examen und sowas. Und das ist halt, also mit ihr gehe ich eigentlich immer gemeinsam in die Bib, weil sie halt immer in die Bib geht. Und dadurch, dass sie geht, pusht es mich halt auch dahin zu gehen, weil ich halt da nicht alleine in die Bib gehe und halt so eine feste Verabredung habe. Das hatte ich ja schon mal in einem Vlog erzählt. Auf jeden Fall ist es so krass, weil seitdem ich Jura studiere, habe ich einfach kein gutes Gefühl mehr nach dem Lernen. Ich habe nie das Gefühl, okay, ich habe die Sache jetzt abgeschlossen, abgehakt und ich bin durch. Und das ist so krass, weil das ist irgendwie so ein unterbewusster Stress, der damit kommt. Ich habe halt auch das Gefühl, ich kann seitdem auch einfach nicht mehr gut und effektiv und produktiv und viel lernen. Nach jedem Tag, an dem ich gelernt habe, denke ich mir, ich habe eigentlich nichts geschafft. Und ich weiß nicht. Also es liegt wahrscheinlich sehr, sehr stark an mir. Und wahrscheinlich, vielleicht geht es auch nur mir so, keine Ahnung. Aber irgendwie habe ich keine so richtigen Erfolgserlebnisse mehr mit dem Lernen.
Und selbst bei den Klausuren, selbst wenn die mal gut ausfallen, habe ich irgendwie auch immer nur das Gefühl, okay, da hatte ich vielleicht gerade Glück. Der Korrektor war vielleicht nett. So, aber ich weiß nicht, ich habe einfach die ganze Zeit das Gefühl, ich kriege nichts auf die Reihe und ich kann nichts und das wird auch irgendwie alles nichts. Ich denke mir die ganze Zeit noch so, ja, okay, ich habe ja noch Zeit, bis es alles werden muss. Aber auf einmal muss es dann werden, weil es dann halt der Klausurtag ist oder kaum irgendwann später der Examenstag. Und ich sitze dann da und denke mir so, boah, eigentlich kann ich gefühlt nichts. Und ich weiß nicht, was ich machen soll, um das noch irgendwie zu ändern. Ich verstehe es wirklich nicht. Und ich weiß nicht, ob es einfach nur daran liegt, dass ich vielleicht nie gelernt habe, wie man richtig lernt, weil ich halt in der Schule zum Beispiel nie wirklich richtig lernen musste. Oder woran es liegt, ich weiß es nicht. Aber egal, was ich mache, es ändert sich irgendwie nichts. Wenn ich zu den Vorlesungen gehe, das habe ich ja halt sonst die Semester immer richtig viel gemacht, ich war eigentlich immer in jeder Vorlesung, hatte ich das Problem, dass ich halt durch die Vorlesungen dann abends immer so K.O. war, dass ich keine Zeit mehr hatte und keine Energie mehr hatte, mir noch irgendwas anzugucken. Und jetzt mache ich halt super viel selber und alleine, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich viel geschafft bekomme. Oder halt jetzt Sachen besser kann, als ich sie vor einem Jahr konnte. Also, oder als ich sie vor einem Jahr quasi gelernt habe. So, wisst ihr, was ich meine? Also, ich weiß nicht. Das Studium ist einfach ein riesengroßes Mysterium für mich und mein Kopf und mein Gehirn und mein Lernen. Also, ja. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ich mache mich jetzt auf den Weg zum DM. Ich habe wirklich gar keinen Bock. Draußen ist auch so ein beschissenes Wetter. Ich habe wirklich gar keinen Bock, auch nur einen Fuß vor die Tür zu setzen. Es regnet auch die ganze Zeit. Aber ich habe keine andere Wahl. Morgen ist Sonntag und ich brauche ja noch meine Zahnpasta. Ich habe ja keine Zahnpasta mehr. Also, keine Ahnung, man kann die bestimmt noch aufschneiden und damit noch was rauskratzen. Also so im Worst Case wird schon passen so. Aber ich wollte noch irgendwas anderes bei DM holen, was ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ja, aber deswegen, ich muss das Haus nochmal verlassen und ich habe so keine Lust. Und das Ding ist, ich schreibe nächste Woche die Baurechtsklausur und dafür muss ich auch noch Insolvenzrecht wiederholen. Oder halt machen, weil ich habe da irgendwie nicht so ganz aufgepasst bei der Vorlesung. Und das ist halt auch wieder so eine Sache, das ist halt wieder was, womit ich mich gar nicht auskenne, weil es halt gar nicht so normaler Pflichtfachstoff ist. Zumindest soweit ich weiß. Wer weiß, ob das, was ich weiß, auch wirklich stimmt. Aber ja, das habe ich jetzt eben noch versucht. Aber mein Kopf will einfach nichts aufnehmen. Es geht einfach wirklich hier rein, da raus. Und dann versuche ich es nochmal da rein zu quetschen. Und dann kommt es einfach wieder nur da raus. Und es ist einfach... Ja, okay. Ich höre auf, euch zuzuheulen. Ich gehe jetzt los. Einkaufen. Ich bin wieder zu Hause und ich sehe gerade in der Kamera, ich sehe so tot aus, aber so fühle ich mich auch. Oh mein Gott, das ist wirklich crazy. Ich mache aber heute Abend nichts mehr, also außer vielleicht ein Video schneiden, damit das Montag online gehen kann, aber sonst wirklich einfach nur entspannt in meinem Bett liegen und chillen. Ich bin auch irgendwie mega K.O. und mega müde. Wir haben auch, ja okay, 20 Uhr. Ich gehe halt in 2 Stunden normalerweise schlafen. Mein Schlafrhythmus, ich weiß übrigens gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ich bin sehr, sehr happy und sehr, sehr proud im Moment auf meinen Tagesrhythmus, weil ich habe zum ersten Mal wieder seit langem einen Tagesrhythmus und stehe halt jeden Tag zur selben Uhrzeit auf. Also das ist eigentlich immer 7 Uhr. Und das ist voll toll, weil jetzt werde ich jedoch immer jeden Abend zur gleichen Zeit dann halt später irgendwann müde und gehe dann halt schlafen. Und wach halt dann automatisch auch ohne Wecker jeden Tag zur gleichen Zeit auf. Also das ist wirklich sehr, sehr toll. Kann ich nur empfehlen. Und ich habe damit wirklich so krass gestruggelt. Also seit dem Abi seitdem ich die Schule verlassen habe, hatte ich keinen Rhythmus mehr in meinem Alltag. Ich hatte immer unterschiedliche Zeiten, zu denen ich aufgestanden bin. Und es war immer ganz alles all over the place. Und ich bin echt froh. Und ich merke auch, dass es meinem Körper wirklich gut tut, einen festen Rhythmus zu haben. Aber genau, ich wollte euch zeigen, was ich gekauft habe, Leute. Ich war nämlich einkaufen. Also nicht nur bei DM, sondern auch generell einkaufen. Und das ist die Tasche. Also gibt es jetzt einen kleinen Haul. Und ich muss sagen, ich habe jetzt ein paar Sachen schon in den Kühlschrank geräumt, damit die einfach nicht auftauen. Gerade so die gefrorenen Sachen. Deswegen ist es jetzt nicht komplett vollständig, aber ich habe echt ein paar coole Sachen gekauft. Und vielleicht interessiert es ja irgendwen. Zuallererst mega, mega süß. Hat mir richtig meinen Tag versüßt.
habe ich Blumen geschenkt bekommen bei meinem Supermarkt. Das lag, glaube ich, einfach daran, dass morgen halt Sonntag ist, also die morgen nicht verkaufen können, aber die jetzt auch schon so abgeranzt sind, dass die halt am Montag schon nicht mehr schön aussehen würden, um sie halt zu verkaufen. Und deswegen haben die die an der Kasse verschenkt. Ich habe mich mega gefreut. Das hat mich irgendwie richtig glücklich gemacht heute. Und generell finde ich, machen Blumen voll glücklich. Also ich habe mir auch letztes Jahr immer selber so Supermarktblumen geholt und da gibt es ja auch wirklich welche, die kosten halt nur 2 Euro so einen Strauß Blumen und halten dann trotzdem halt eine Woche und da hat man halt für 8 Euro im Monat, also ein Starbucks-Kaffee gefühlt, halt einen Monat lang schöne Blumen. Also für mich hat sich die Investition wirklich gelohnt und ich hatte da wirklich immer viel Freude dran. Deswegen, vielleicht mache ich das dieses Semester auch wieder, aber im Moment will ich eigentlich kein Geld ausgeben. Also, kommen wir mal zu den Sachen. Einmal bei DM. Da habe ich mir einmal Vollkornnudeln geholt und ich muss sagen, ich habe die gesehen und ich war glücklich, weil ich liebe diese Nudelform. Ich finde, diese Nudelform ist mit den Penne-Nudeln die Nudeln, die am geilsten schmecken. Und ich liebe die. Gerade diese für Nudelsalat und sowas ist einfach das Allerbeste. Dann eine Sache, auf die ich mega gespannt bin, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, ist Rottrunk. Und ich glaube, dieser Geruch davon und dieser Geschmack davon wird mich tot umfallen lassen, weil ich bin unnormal sensibel, gerade was so Alkoholgeruch und so Bier und so generell so diese ganzen Gärungssachen, wie die halt riechen. Und das ist halt so ein Gärungszeug. Es soll halt unnormal gesund sein für die Haut und auch für den Darm halt, weil es halt auch so Milchsäurebakterien hat. Und ich weiß nicht, ich wollte es einfach mal ausprobieren, gerade was die Haut anbelangt, bin ich halt seitdem ich die Pille abgesetzt habe, voll am struggeln. Ich habe halt voll die Pickel hier oben bekommen. Es ist immer so ein bisschen formabhängig, also mal ist es besser, mal ist es schlechter. Aber ich hatte halt vorher halt nie hier oben Pickel. Also das kann eigentlich nicht so an mir sonst normalerweise liegen, weil ich hatte das halt sonst nie, auch ohne Pille halt nicht. Und das nervt mich irgendwie und vor allen Dingen halt auch im Dekolleté- und Rückenbereich habe ich halt Akne. Und das hatte ich auch schon vor der Pille, also deswegen hatte ich auch damals mal ganz, ganz am Anfang die Pille angefangen zu nehmen. Aber ja, auf jeden Fall, es stört mich. Deswegen war ich so, okay, komm, why not? Einfach mal ausprobieren. Hat ja nichts, ist ja nichts dabei. Und dafür habe ich dann auch beim Supermarkt Apfelsaft gekauft, weil ich habe gehört, mit Apfelsaft soll man das besser runterbekommen. Und ja, direkt 2 Flaschen, weil ich weiß, ich werde dieses Ding nicht pur trinken können. Ich finde das ganz schlimm, wahrscheinlich. Ich sehe das schon. Ansonsten gab es noch Tomaten. Dann noch die guten alten Riegel, von denen ich schon erzählt habe. Einmal so Fruchtriegel, die fand ich eigentlich ganz interessant mit Banane und Erdbeer. Die habe ich noch nie gegessen. Und dann nochmal Müsli-Riegel. Also echt nichts Besonderes. Und zu guter Letzt meine Zahnpasta. Der Grund, warum ich eigentlich losgegangen bin. Und was ich auch mir schon länger mal holen wollte, ist dieser Labello. Ich bin darauf mega gespannt, weil eine Freundin von mir benutzt den halt immer. Und der macht halt so Pflege und zartroter Glanz steht hier und das sah immer richtig schön aus, wenn sie den benutzt hat und ich wollte das irgendwie auch mal ausprobieren, ob mir die Farbe gefällt und genau, fand ich irgendwie cool bei ihr. Also so alleine hätte ich mir die niemals gekauft, aber bei ihr sieht sie immer gut aus, deswegen wollte ich es auch mal ausprobieren und das war's mit meinem Haul. Ich sehe so fertig aus, ich komme nicht drauf klar. Ja, aber ich packe jetzt erstmal die Sachen weg und dann melde ich mich gleich wieder.